auf den Spielplatz. Gut, viel Spaß. Danke. Ich glaube, Bello will mit. Okay, Bello, wir nehmen dich mit. Oh, super. Wollen wir aufs Klettergerüst? Ja, los, wer schneller oben ist. Na, ich werde natürlich schneller sein. Wir werden sehen. Erster. Unentschieden, wir waren gleich schnell. Was war das gerade? Was ist mit Bello? Keine Ahnung, der muss irgendwen entdeckt haben. Irgendwen oder irgendwas? Was meinst du? Vielleicht ein Monster oder so. Ach Heinrich, Monster gibt es doch gar nicht. Das weißt du doch. Stimmt, Monster nicht, aber vielleicht war es ein Gesundgeheuer. Weißt du noch, als wir einst mal gesehen haben? Oh ja, ich weiß es noch. Es war ganz ängstlich. Fang mich doch, du Eierloch. Fang mich doch, du kriegst mich nicht. Fang mich doch, fang mich doch, fang mich doch, du Eierloch. Ich krieg dich schon. Warte ab. Hey ihr zwei, könnt ihr bitte leiser sein? Ich möchte hier was lesen. Boah, ey, wir wollen aber spielen. Dann mach das doch gefälligst draußen. Draußen ist es nicht so lustig wie hier. Hab dich. Hey, das ist unfair. Ist mir egal. Du bist dran. Fang mich. Na, warte. Dich krieg ich. Hey, Schrumpel, du Ferkel. Du kannst doch hier nicht pupsen. Boah, stinkt das. Entschuldigung, ich hatte einen Riesenteller Bohnen gegessen. Die mag ich doch so gerne. Mann, Schrumpel, aber du weißt doch, dass du von Bohnen so viel pupsen musst. Ja, aber ich hatte Hunger und im Übrigen habe ich immer noch verdammt großen Hunger. Ich gehe mal nachschauen, ob ich noch was finde. Lecker Schmecker, das lasse ich mir jetzt schmecken. Lass den anderen auch noch was übrig. Na logo. Monsterkinder, versammelt euch. Ich komme. Heute, liebe Monsterschüler, lernt ihr die nächste Lektion. Was gibt es denn da zu lachen, Monsterschüler? Was lernen wir denn heute? Da wir Monster sind, ist es unsere Aufgabe, Kinder zu erschrecken. Und das bringe ich euch heute bei. Aber warum denn? Weil wir Monster sind und Monster machen sowas. Also, ich erkläre, wie ihr es am besten anstellen könnt. Ihr sucht euch ein Versteck, wo euch niemand sehen kann. Und beobachtet zuerst. Wenn ihr ein Kind entdeckt, macht ihr als erstes leise Monstergeräusche. Sowas wie hu, hu oder boah. Nee, ich hab Angst. Oh, das war doch nur ich, Angst, Ananas. Wie soll denn aus dir ein Gruselmonster werden? Du musst noch so viel lernen. Ja, mach ich. Und dann, im richtigen Moment, springt ihr raus und erschreckt die Kinder. Aber die haben doch dann Angst. Ja, das ist richtig. Das ist doch total gemein. Na und? Das ist doch unser Ziel. Kindern Angst machen. Also, wir sehen uns dann morgen wieder. Versucht mal, das Gelernte auszuprobieren und mir dann von euren Erlebnissen zu erzählen. Und eine Sache dürft ihr niemals vergessen. Ihr dürft niemals irgendjemandem verraten, wo wir leben. Verstanden? Na logo. Wie soll ich das denn anstellen? Kinder erschrecken. Ich hab doch selber Angst vor den Kindern. Das war ich ja selber. Was ist denn mit dir los? Ich hab mich gerade so dolle im Spiegel erschrocken, bis ich gemerkt habe, dass ich das selber bin. Oh Mann, Angstnanas. Wie kann man denn so doof sein und sich selber im Spiegel nicht erkennen? Also ich gehe gleich in die Stadt und erschrecke die Kinder. Und du? Ich glaube, ich gehe in den Park. Okay, bis später. Aber verlauf dich diesmal nicht. Was? Ich? Niemals! Als ob ich mich verlaufen würde! Oh, da kommt jemand. Mal schauen, ob es ein Kind ist. Hä, was ist denn das? Ein haariges Monster! Ich hab Angst vor Monstern. Hey, halt, ich bin ja selber ein Monster. Puh, geschafft. Hugo, was ist denn? Warum willst du denn so? Wohin? Hugo, kommst du wohl her? Bei Fuß.
Was ist denn in dich gefahren? Was hast du denn gesehen? Das machst du doch sonst nicht auf deine alten Tage. Na komm, lass uns nach Hause gehen. Oh, da hinten ist ein gutes Versteck. Puh, das war knapp. Wo bin ich hier eigentlich? Oh nein, ich hab mich verlaufen. Wie komme ich denn jetzt nach Hause? Ich habe so einen Hunger. Hoffentlich hat meine Mutter was Leckeres gekocht. Bei uns gibt es heute Pfannkuchen. Ich liebe Pfannkuchen. Also wenn meine Mutter etwas Ekliges gekocht hat, komme ich zu euch. Da musst du dich aber beeilen. Pfannkuchen sind bei uns ganz schnell weg. Da hinten kommen zwei kleine Kinder. Ich muss sie erschrecken. Aber ich möchte auch gerne nach Hause zu meinen Freunden. Ich habe Angst, dass ich nie wieder nach Hause finde. Heinrich, hörst du das? Nein, was denn? Da weint doch jemand. Aber ich sehe niemanden. Ah! Huch, wer bist du denn? Hab keine Angst. Gott, hast du mich erschreckt. Entschuldigung, ihr habt mich auch erschreckt. Was genau bist du denn? Ich bin ein Gesundgeheuer und furchtbar gesund. Und ich bin ein Monster. Ein Monster? Cool, ich habe noch nie ein Monster gesehen. Ach was, ich dachte, du hast zu Hause ein Monster. Ja, eigentlich sollte ich euch erschrecken. Aber ich mag das nicht, auch wenn ich es mögen sollte. Hä? Doch, egal. Könnt ihr mir helfen? Na klar, wie denn? Ich finde den Weg zu meinem Zuhause nicht mehr. Ich bin vor einem Hund weggelaufen. Und jetzt weiß ich gar nicht, in welche Richtung mein Zuhause ist. Wie sieht denn dein Zuhause aus? Also, es ist ein Gruselhaus. Und es ist lila. Aber eigentlich darf ich euch das nicht verraten. Wir sagen es keinem. Ehrenwort. Genau, versprochen. Ich klettere auf einen Baum und gucke, ob ich es sehen kann. Und? Oh ja, dann ganz hinten. Komm, wir bringen dich nach Hause. Das ist total lieb von euch. Danke. Aber wenn wir bei mir zu Hause sind, können wir dann so tun, als ob ich euch erschrecke, damit die anderen keinen Verdacht schöpfen. Dass ich unser Geheimnis ausgeplaudert habe. Das machen wir. Guck mal, da kommen zwei Kinder. Hihihi. Na, die können wir super erschrecken, wenn die sich schon hierher verlaufen. Ah! Nix hier weg hier, Heinrich. Hey, Kumpel, das hast du ja mega gemacht. Wie die Kinder sich erschreckt haben. Das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Ja! Leider war es das schon wieder. Also in Wirklichkeit gibt es ja gar keine Monster. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt uns einen Daumen nach oben und vergesst uns nicht kostenlos zu abonnieren. Eure Familie Jansen, beziehungsweise eure Heinrich.